frage mich, warum er nicht wegzieht. Was hält ihn hier? Ich meine, selbst wenn der kopflose Reiter ihn nicht in die Finger kriegt, früher oder später wird er sterben und dann ist das Dorf so oder so dem Untergang geweiht. Hallo. Ja? So, also ich werde dir bei deinem Ozoppen helfen. Was genau ist hier eigentlich für ein Laden? Der Laden hier ist ein traditionelles Abenteurer- und Heldengeschäft, oder? Allerdings. Mein Großvater hat es gegründet. Früher war hier viel los. Im Wald gab es Riesenspinnen. Eine Tagesreise nach Süden befand sich eine alte Goblinmine. Zur Blütezeit des Heldentourismus wollten wir sogar eine Kanalisation bauen. Wir verkaufen Rüstungen, Waffen, Tränke, Verpflegung, Eispfeile, Gegengifte, alles, was man so braucht. Und bezahlen lassen wir uns mit Spinnenbeinen, Goblinohren und solchen Dingen. Und was machen Sie damit? Geschäftsgeheimnis. Wenn du was verkaufen willst, kannst du das ohne Risiko tun. Ich bewahre den Gegenstand auf für den Fall, dass du ihn später zurückkaufen willst. Wie bitte? Naja, falls du es dir später anders überlegst, dann kannst du denselben Gegenstand zum selben Preis bei mir zurückkaufen. Das nennt man Marktwirtschaft. Ja. Ich bräuchte etwas, mit dem ich mich gegen den Werwolf verteidigen kann. Haben Sie so etwas im Angebot? Ein Werwolf hat uns bisher noch nie angegriffen. Deswegen haben wir keine speziellen Anti-Werwolf-Waffen oder etwas in der Art. Aber soweit ich weiß, sollte jede normale Waffe aus Silber ihren Zweck erfüllen. Ja, wie Silber gegen Werwölfe. Schild und Schwert oder beidhändige Dolche? Du meinst, mit zwei Dolchen gleichzeitig kämpfen, ohne sich selber zu schneiden? Ah, also ein Fernkämpfer. Bögen, Armbrüste oder Schleudern? Armbrust. Wobei, eine Schleuder gegen einen Werwolf? Nee. Bogen oder Armbrust wären besser. Ich habe einen schönen Kompositbogen plus 2 auf Lager. Aber der erfordert Geschicklichkeit 15. Ich glaube, mit so einer Armbrust könnte ich vielleicht umgehen. Ja, eine leichte Armbrust ist einfach zu bedienen und hat ordentlich Wumms. Jeder Noob kann damit etwas treffen. Noob. So eine leichte Armbrust, was kostet die? 3 Gold, 7 Silber und 2 Kupfermünzen. Oder ich gebe dir eine Quest. Was für eine Quest? Bringe mir 10 Wolfspelze. Haben Sie sich das gerade ausgedacht? Nein, es ist sehr wichtig. Da hast du ja schon. Klingt für mich wie eine ziemlich generische Aufgabe ohne echten Sinn. Du bringst mir 10 Wolfspelze und erhältst von mir als Belohnung eine Armbrust. Was gibt es da noch zu diskutieren? Silberbolzen habe ich allerdings keine. Yay. Wie es scheint, werde ich Ihnen letztendlich also doch helfen. Wie meinst du das? Der Fluch? Der Wald? Wir haben einen gemeinsamen Gegner, wie es scheint. Richtig, richtig. Versuch es nur. Ich traue dem Kopfgeldjäger mehr zu. Aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich nach jedem Strohhalm greife. Danke. Sehr motivierend. Das böse Herz des Waldes. Was genau ist das? Und wo finde ich es? Es ist eine Lichtung im Zentrum des Waldes. Ein alter, toter Baum steht dort. Es nervt mich ein bisschen, der klingt genau wie das Orakel. Aber wie finde ich die Lichtung? Der Wald ist ziemlich groß. Und verwirrend. Das Herz des Waldes will nicht gefunden werden. Was immer uns diese Kreaturen auf den Hals hetzt, es lebt auf dieser Lichtung. Da bin ich mir sicher. Glaubst du, dass es vielleicht der Geist vom Hexenmeister Van Buren ist? Vielleicht. Die Alten haben uns gewarnt. Sie meinten, man solle sich nicht mit einem Hexenmeister anlegen. Sie hatten Angst und haben von schrecklichen Gefahren geflüstert. Hätten wir doch nur auf sie gehört. Ja. Meine Freunde oben am Lagerfeuer. Kann ich sie vielleicht hierher holen? Es könnte sicherer für sie sein. Natürlich. Nicht nur für sie. Die Monster aus dem Wald schnappen vielleicht einen von ihnen anstelle von mir. Toll, danke. Also schön. Dann sage ich Gulliver Bescheid.
Gulliver? Ist das nicht der, der geköpft wurde? Nicht geköpft. Er hat nur seinen Kopf verloren. Als Zombie hält er sowas aus. Zombies kommen mir nicht ins Haus. Das war so klar. Aber warum denn nicht? Er ist sehr nett. Ich will mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Lebendig oder tot. Sie sollen sich entscheiden. Wir wollen anständige Leute hier im Dorf. Nicht welche, die aus Teilen anständiger Leute zusammengenäht sind. Na gut. Auf wie das? Was hast du noch? Also er will Wolfspelze haben. Wir haben ja schon einen. Hallo. Oh, mein Retter und kundiger Führer. Es hat gar nicht so lange gedauert, bis wir aus dem Wald gefunden haben. Sag das nochmal, nachdem du die Strecke mit hochhackigen Schuhen zurückgelegt hast. Ist doch nicht seine Schuld, dass du die Schuhe anhast. Kein Glück mit dem Bürgermeister, was? Mich wollte er auch nicht zum Schloss bringen. Ich brauche Silber, mich gegen den Werwolf zu verteidigen. Haben Sie diese Rüstung für weibliche Krieger gesehen? Ich bräuchte den Wolfspelz. Ich habe vorhin zufällig diese Rüstung für weibliche Krieger gesehen. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Meinst du, Vladi würde sie gefallen? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Einem Pfeilhagel würde sie auf jeden Fall nicht standhalten. Pfeilhagel? Das Ding ist doch nicht zum Kämpfen da. Meine Rede. Eine Breitaxt ans Bein und das war's. Die clevere Dame kämpft nicht mit Pfeilen oder Breitäxten. Sie bringt andere dazu, für sie zu kämpfen. Und dabei helfen solche Rüstungen. Ja, das macht schon mehr Sinn. Aber wenn eine junge Kriegerin wirklich kämpfen will, hat sie dann nicht auch eine richtige Rüstung verdient? Hübsch aussehen und wissen, was man will. Nur so kommt man im Leben voran. Ah ja. Haben Sie vielleicht etwas Silber? Dann könnte ich einen Silberbolzen machen und mich so gegen den Werwolf verteidigen. Was interessiert mich der Werwolf im Wald? Ich will ins Schloss. Das ist die andere Richtung. Ja, aber wenn der Werwolf aus dem Weg geräumt ist, kann ich mich um den kopflosen Reiter kümmern. Und wenn der weg ist, bringt uns der Bürgermeister zum Schloss. Ziemlich weit hergeholt. Da inszeniere ich lieber eine Kleidungsfehlfunktion und überzeuge den Trottel damit, alles für mich zu tun. Mhm, Kleidungsfehlkonstrukt. Allerdings ist das ein gewisses Risiko. Ich habe Vladi geschrieben, ich sei eine tugendhafte Jungfrau. Haben Sie nun Silber oder nicht? Natürlich besitze ich Silberschmuck, aber nicht für deine Spielereien. Also offenbar alles andere als jungfräulich. Mit dem würde ich auf jeden Fall nicht ins Bett wollen. Wenn sie mir etwas Silber geben, kann ich den Grafen in Silber setzen. Ich glaube, es gibt einen Weg, den Grafen von ihrer Anwesenheit im Dorf in Kenntnis zu setzen. Ja? Alles, was ich dafür brauche, ist ein wenig Silber. Wozu? Ich gebe ihm einfach Lichtsignale. Morsecode, verstehen Sie? Wenn ich einen richtig, richtig guten Spiegel hätte, würde das Mondlicht dafür ausreichen. Und nichts spiegelt Mondlicht besser als Silber, wie jedes Kind weiß. Klar, man sagt ja auch, der Mond schien silbern und sowas. Richtig. Ich würde das Silber einschmelzen und auf eine Glasscheibe dampfen. Verdammt clever. Wie viel Silber brauchst du? Etwa so viel, wie man für einen Armbrustbolzen aus Silber bräuchte. Naja, wenn alles läuft wie geplant, habe ich bald Truhen voll von dem Zeug. Da bin ich noch gespannt, was das für einer ist, der Graf. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Es ist wichtig. Ja, und ich brauche den Wolfspelz. Der Wolfspelz, den Sie da haben, können Sie ihn mir geben? Warum? Such dir selber einen. Aber ich brauche ihn. Eigentlich sogar 10. Und ich? Soll ich frieren, nur weil du einen Pelz brauchst? Ja. Decke tauschen. Wenn Ihnen kalt ist, kann ich Ihnen diese schöne Wolldecke anbieten. Danke, aber mit dem Pelz geht's. Ja, aber... Brauche es ganz dringend. Ich weiß nicht, ob Ihnen das Fell steht. Es ist mit meiner Decke eine super Decke. Ich weiß nicht, ob Ihnen das Fell steht. Finden Sie nicht, dass das Fell ein wenig seltsam aussieht? Du meinst... Naja, ich weiß nicht. Schick ist es nicht. Aber Felle sind doch so flauschig. Egal, was die blöden Tierschützer sagen. Ich komme aus Seefels. Dort decken sich die Damen die Beine mit Wolldecken zu. Tatsächlich? Da fällt mir gerade ein, Vladi hat die Wölfe in einem seiner Briefe mal seine Kinder der Nacht genannt. Aha, er ist ein Wolfsfreund. Da wollen Sie sich doch bestimmt nicht mit einem Wolfsfell über den Beinen erwischen lassen, oder? Ich hätte hier eine schöne Wolldecke im Angebot. Pff,
viel besser. Na denn. Okay. Da hast du schon mal eins. Schauen Sie hier, ein Wolfsfell. Fehlen noch 9 Wolfsfelle. Sie haben es sich gar nicht angesehen. Es war ein Wolfsfell. Fehlen noch 9. Ich kann nicht das irgendwie wieder klauen. Ich glaube nicht, dass der Laden... Sicher, ein bunt zusammengewürfeltes Sortiment von Rüstungen, Waffen, Nahrung und Zaubertränken funktioniert eigentlich immer. Aber wenn der Laden mitten im Nirgendwo steht und es niemanden gibt, der Helden in diese Region schickt, wer soll all den Kram dann kaufen? Das ist eine sehr gute Frage, Wilbur. Hallo. Machen Sie sich nichts draus. Mich wollte der Bürgermeister auch nicht zum Schloss hinaufbringen. Ja, aber du bist du und ich bin all das hier. Um Gottes Willen. Warum sollte er sie eher aufs Schloss hinaufbringen als mich? Ich habe sehr höflich gefragt. Sowieso alles sinnlos. Wilbur. Der Kerl denkt nur an diesen kopflosen Reiter und dass er als letzter Dorfbewohner verschleppt werden könnte oder irgendwas. Es gibt ja auch Leute mit echten Problemen. Mhm. Ich muss meine Freunde retten. Bis dann. Komme ich vielleicht irgendwie hier so an den Laden ran? Die Wand des Ladens wurde nur notdürftig vernagelt. Kopflose Reiter oder ein Werwolf würden sich von den paar kleinen Brettern bestimmt nicht aufhalten lassen. Ne, glaube ich auch nicht. Die Wand des Ladens Okay, guck, vielleicht kann ich das kaputt machen und mir dann wieder das Wolfsfell zurückholen. Vielleicht kann mir das helfen. Ich kann nicht sehen. Der Wolfspelz liegt genau vor dem Loch. Ja, los, nimm das Ding. Hab ihn. Muss ich keine Wölfe jagen gehen? Ich habe hier noch ein Wolfsfell für Sie. Ein anderes. Er sieht sich ja nicht Großartig. An. Großartig. Aber selbstverständlich. Okay, er macht's selber. Warum ist es jetzt schon wieder so komisch? Hast du während der Erfüllung der Quest Erfahrung gesammelt? Ich hab gecheatet. Ja, niemand hat Spaß an generischen Sammelquests. Es schlägt die Zeit tot. Und kommt es darauf nicht an? Nö. Eigentlich nicht. Hier ist deine Armbrust. Dankeschön. Ah, sehr gut. Damit habe ich alles, um endlich tiefer in den Wald vordringen zu können. Wünschen Sie mir Glück? Das tue ich. Und du wirst es brauchen. Na dann, vielleicht kann Nate uns oben die Presse reparieren. Hey, Nate, ich habe im Wald eine kaputte Lehmpresse gefunden. Kannst du sie reparieren? Das war's schon? Wow, du bist schnell. Okay. Grober Sand. Hä? Das ist... Nee, das ist der Becher. Achso, die Presse ist jetzt da. Okay. Ob ich auch den Sand zu einer Art Ziegel pressen kann? Er ist trocken, deswegen klebt er vielleicht nicht gut. So. Hat funktioniert. Der Sand bildet einen recht festen Block, wie es scheint. Trotzdem lasse ich ihn am besten in der Presse, damit er nicht auseinanderfallen kann. Ja, und jetzt da den Bolzen rein. Ein sehr guter Abdruck des Bolzens. Ich sehe keinen Unterschied zum Original. Dann den Silberschmuck in den Becher. Der Becher ist fast voll mit Silberschmuck. Sah erst gar nicht nach so viel aus. So, und schmelzen. Mal schauen, was passiert.
Oh, heiß. Sogar heiß genug, um das Silber im Becher zu schmelzen. Was ist das da hinten eigentlich schon wieder? Ah, geht zum Pfad, der tief in den Wald führt. Okay, also wenn ich hier rumlaufe, kann ich auch zu den einzelnen Orten hingehen. Und da rein. Das ist der spannende Augenblick. Nate, kannst du vorsichtig das flüssige Silber in die Sandform gießen, ohne dir die Zangen zu verbrennen? Ganz vorsichtig. Hervorragend! Gut gemacht! Das Silber hat gerade gereicht. Die Form im Sand ist bis oben mit Silber gefüllt und es kühlt schon ab. Jetzt heißt es warten. Perfekt! Er sieht exakt so aus wie der Eisenbolzen, nur dass dieser hier auch einem Werwolf Schaden zufügen kann. Damit habe ich alles, um endlich tiefer in den Wald vordringen zu können. Wünscht mir Glück. Pass auf dich auf, Wilbur. Und schrei, wenn du Hilfe brauchst. Man sieht Gulli. Er tut... Gulli, warum? Ich dachte, er sollte ihn reparieren. Wilbur! Ich dachte mir, im Dorf wärt ihr vielleicht sicherer als hier. Ich habe den Bürgermeister gefragt, ob ihr dort warten könnt. Lass mich raten, was er gesagt hat. Zombies kommen mir nicht ins Haus. Das ist doch ungerecht. Warum will er euch nicht helfen? Die Leute kennen uns nicht. Und vor dem, was sie nicht kennen, haben sie Angst. Vielleicht kann ich noch mal mit ihm reden. In Seefels dachte ich, dass Erfolg und genug Geld die Leute vielleicht vergessen lassen könnte, wer wir sind. Aber das tun sie nicht. Nie. Ich habe einige Spuren vom Werwolf gefunden. Und auch von Esther. Aber seltsamerweise keine vom Paladin. Er war da. Ich habe ihn genau gesehen. So wie ich dich jetzt sehe. Ich glaube dir. Aber dennoch, er hat keinerlei Spuren hinterlassen. Also gut, haltet die Stellung. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Also können wir vielleicht auch den Bürgermeister erschrecken. Der Bürgermeister ist nicht nur Bürgermeister, Feuerwehrmann, Priester, Kutscher und Schmied. Er ist auch seine eigene Waschfrau. Gezwungenermaßen. Ja, komm, nimm mit. Sofern mir das dabei hilft, das Böse aus dem Wald zu vertreiben, hat der Bürgermeister hoffentlich nichts dagegen. Ich wollte ihn noch mal auf dieses Gerät ansprechen. Vielleicht finden wir den Geist damit. Kann mir dein Gerät nicht dabei helfen, das Herz des Waldes zu finden? Zeigt es nicht Geister und solche Sachen an? Ah, verstehe. Du meinst, nichts hier in der Nähe strahlt mehr psychokinetische Energie aus als das Herz des Waldes. Damit könntest du recht haben. Du solltest dir einen PKE-Detektor besorgen. Ich dachte eigentlich, Sie könnten mir Ihren geben. Wegen des Detektors, mit dem man das Herz des Waldes aufspüren könnte. Ich dachte eigentlich, Sie könnten mir Ihren geben. Meinen Detektor? Niemals. Es ist ein großartiges Gerät. Es hat mich noch nie im Stich gelassen. Aber wenn Sie es mir geben, könnte ich das Herz des Waldes finden und den Fluch beenden. Oder du könntest getötet werden und es im Wald verlieren. Es dauert Wochen, bis so ein Meisterwerk der okkulten Technik hierher geliefert wird. Und genau deswegen kann ich ja auch nicht auf ein anderes Gerät warten. Ich brauche Ihres. Schlag dir das aus dem Kopf. Der Detektor zeigt zuverlässig an, wenn Übernatürliches hier herumschleicht. Und das muss ich wissen. Auf Wiedersehen. Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich. Okay, also ich dachte erst, vielleicht können wir ihn aufscheuchen, damit er uns zum Schloss bringt. Aber das wird natürlich nichts. Eine Schnur kann man eigentlich immer... Ja, dann nimm es mit. Wäre kein Diebstahl. Ich brauche die Schnur dringend, um damit, Ich brauche das Gerät, um das Herz des Waldes besser zu finden. An einen Haken am Haus geknotet. Das macht natürlich mehr Sinn. Ich kann den Knoten nicht erreichen, mit dem die Welt... Wenn man einen Knoten nicht öffnen kann, dann kann man ihn vielleicht zumindest zerschneiden.
So. Das war's. Okay, ich dachte, vielleicht anziehen. Doch nicht. Ein altes, sagen wir mal großzügig, weißes Bettlaken. Ein altes. Ein alt. Ich dachte, ich könnte mich damit verkleiden. Ich. Nee. Ein altes. Nee, klappt nicht. Vielleicht anders. Das Einzige, was nützlicher als ein Bindfaden oder ein langer Stock ist, ist ein langer Stock mit einem Bindfaden dran. Solche Angeln bieten das Beste aus beiden Welten und man kann so ziemlich alles damit machen. Angeln zum Beispiel. Gulliver. Im Herz des Waldes müsste es viel psychokinetische Energie geben. Was für ein Ding? Naja, so eine Art Energie, die von übernatürlichen Sachen ausgestrahlt wird. Vielleicht können wir seinen Kopf mitnehmen. Man kann sie mit so einem kleinen Gerät mit Ärmchen dran aufspüren. Könnt ihr so ein Gerät bauen? So ein kleines Gerät mit Ärmchen dran, das Spuk aufspürt? Keine besonders präzise Beschreibung. Kannst du Konstruktionspläne besorgen? Dann können Nate und ich unser Glück versuchen. Nein, glaube nicht. Wenn wir uns keinen eigenen PKE-Detektor bauen können, müssen wir irgendwie den vom Bürgermeister bekommen. Aber er will ihn nicht hergeben, weil er ihm zuverlässig die Gegenwart von übernatürlichen Dingen anzeigt. Was schlägst du vor? Ich arbeite daran. Also gut. Wir sind... Das Bettlaken könnte ein gut... Ach so, jetzt plötzlich... Das Bettlaken. Zeit für einen. Warum funktioniert das jetzt plötzlich? Der ist einfach so wipp. Was soll das? Das ist echt peinlich. Ich bin der Geist des Waldes. Haben wir nicht schon genügend echte Spukgestalten hier? Musst du dich jetzt auch noch als eine verkleiden? Ich, weiß nicht, wovon du sprichst. Ich kann deine Füße sehen. Und ist das mein Bettlaken? Nein. Du hast den Geist des Waldes verunsichert, aber ich komme wieder. Ich weiß nicht, könnte damit zu tun haben, dass er als Bewohner des Düsterwalds viel Erfahrung mit Spukgestalten hat. Warum hast du jetzt den Hut auf? Oder es lag an meinen Füßen, die unter dem Bettlaken hervorguckten. Vielleicht auch beides. Also halt doch Gullivers Kopf. Gulliver? Wilbur, wie... Ich habe mich als Gespenst verkleidet. Aber obwohl ich total überzeugend war, hat der doofe Bürgermeister mich erkannt. Es waren hauptsächlich meine Füße, die mich verraten haben. Dann lass meinen Kopf das Gespenst spielen.
Mach mich zum Gespenst. Hier ist schon mal ein weißes Bettlaken. Und? Gruselig? Ja, ja. Ein wenig. Hier. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir dich fliegen lassen können. Tatsächlich? Ja, ich will nicht ins Detail gehen, aber es hat mit dieser selbstgebauten Angel zu tun. Verstehe. Knote sie fest. Worüber er sie jetzt festknotet. Fertig. Wir können es zum... Ein fliegender Geist dieses Mal. Sehr schön. Es ist überhaupt nicht auffällig, dass Wilbur dahinter steht. Gruselig sieht er nicht aus. Aber er kann sprechen. Netter Effekt. Aber ich habe schon... Okay. Wir kommen raus. Fehlt noch was. Aber sonst erschreckt... Dieses Mal wirkt er nicht sonderlich erschrocken. Lass den Kopf nicht hängen. Das kostet... Vielleicht hier mit... Gulliver, ich überlege gerade, ob wir unser Gespenst mit ein paar glühenden Kohlestücken leuchten lassen könnten. Oder wie wäre es mit glühenden Augen? Das könnte noch gruseliger sein. Gute Idee. Dann brauchen wir nur eine Art Halterung und müssen sehr vorsichtig sein. Die Kohlen sind sehr heiß. Ach was. Da! Hier, halt mal. Nicht verlieren. Ich hab seine Augen. Gib mir zwei Kohlestücke. Rotglühende von weit unten, wenn möglich. No. Und? Wie sehe ich aus? Das ist tatsächlich unheimlich. Und auch ein wenig eklig. Find's jetzt nicht viel gruseliger. Ganz ehrlich. Na gut. Gulliver. Yeah. Diese. Oh. Ja. Wow. Das sieht wirklich. Aha. Dann benutzen Sie mal Ihr PKE und schauen, was es Ihnen sagt. Das brauche ich nicht. Ich weiß, dass hier nichts Übernatürliches am Werke ist. Woher wissen Sie das? Unter anderem kann ich den Faden sehen, mit dem du den Ball oder was immer das ist, hochhältst. Und ich sehe dich. Ich spreche sogar zu dir. Ja, das ist halt das Dämlichste. Da ist was dran. Wilbur? Aber die Augen sehen stark aus. Und die Stimme ist auch gut. Wie schaffst du es, dass es klingt, als käme sie von dem Gespenst? Warum riecht das hier so angekokelt? Weil du brennst. Die Stimme kommt nicht von mir. Sie kommt von... Feuer! Feuer! Ah! Ja, sehr gut reagiert, Wilbur. Wo bist du? Ah! Au! Was zum Teufel ist hier los? Wo sind denn alle? Was ist das? Der Gummiball hat sich in einen verfluchten Totenschädel verwandelt. Der... Richtig! Ist klar, Leute. Ich bin ein verfluchter Totenschädel aus der Hölle! Aber ich empfange keine übernatürliche Signatur. Das liegt daran, dass wir bösen Dämonen gelernt haben, wie und wir... Und die sitzt da völlig unbeeindruckt. Können. Das ist doch nicht möglich. Mehr noch. Wir werden davon angezogen. Holt euch den Mann mit dem PKE, hat das Herz des Waldes gesagt. Nein! Wir kommen wieder! Das war unerwartet. Alles ist aus. Nein, ich werde das Herz des Waldes finden und dem Spuk ein Ende bereiten. Keine Angst. Bis später. Okay. Jetzt aber zurück. Wilbur, na? Wie haben wir das gemacht? Willst du jetzt vielleicht deine Augen wieder haben? Er hätte sich fast in die Hosen geschissen, ich sag's dir. Das hätte mir dann noch mehr leid getan.
Ich wünschte, wir hätten ihm nicht so einen großen Schrecken einjagen müssen. Ich fand's cool. Ach, alles für den guten Zweck. Wenn du mit dem PKE-Gerät das Herz des Waldes aufspüren und zerstören kannst, dann ist ihm damit mehr geholfen als sonst wem. Hier, fang! Wenn ich das im Wald benutze, müsste es mir Besorge den Weg zum Herzen des Waldes zeigen. Probier's aus und viel Glück! Willst du deine Augen vielleicht wieder haben? Hier hast du deine Augen zurück. Ah, sehr gut. Gehören zu meinen Besten. Esther meint, das linke sei das Schönste, das ich habe. Okay. Hier wird Ton abgebaut. Wir gehen jetzt mal weiter in den Wald. Jetzt mit dem Armbrustbolzen traust du dich doch bestimmt da rein, oder? In Ordnung. Zeit, auf Werwolfsjagd zu gehen. Nein! Hinfort mit dir, du Scheusal! Das war einfach. Ausgerechnet das, wovor er Angst hat. Alles in Ordnung? Merkwürdig. Ich habe sie vertrieben. Dabei dachte ich schon, ich hätte sie gar nicht getroffen. Sie hat mich überrascht. Ich hasse Spinnen. Ja, da alles kommt in Ordnung. Sie. Die Gefahr ist vorbei. Zumindest solange der Werwolf nicht. Ja, das sieht aus wie Timmy, wollte ich gerade sagen. Timmy, what happened? Nicht! Bist du bescheuert? Ist eine Gnomenfrau. Ich hätte ihn erwischt. Bist Timmy, du hättest beinahe Timmy erschossen. Wie es aussieht, wären wir doch gemeinsam in den Wald gegangen. Warum ist ein Mädchen wie du Kopfgeld hier? Das war mein Freund Timmy. Er ist kein Werwolf. Er ist eine Wehrratte. Wusstest du davon? Nein, aber er war oft krank und hat sich dann immer zurückgezogen. Vielleicht einmal im Monat, bei Vollmond? Remy hat mir nie erzählt, wie Timmys Eltern ums Leben gekommen sind. Es könnte ein Werwolfsangriff gewesen sein. Gefährliche Biester. Nichts als Wut, Hass und Muskeln. Mhm. Dein Freund hätte euch das nicht verschweigen dürfen. Er hätte euch zerfetzt, wenn er die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Timmy schlief in Esthers Jackentasche, als wir im Düsterwald ankamen. Er wusste nicht, dass es hier immer Nacht ist. Und draußen in der normalen Welt sind es noch 2 Wochen bis zum nächsten Vollmond. Vielleicht ist es nicht seine Schuld. Aber er ist gefährlich. Wenn er mich angreift, werde ich mich verteidigen. Ich muss einen Weg finden, den Werwolfsfluch zu brechen. Vielleicht gibt es oben im Schloss eine Bibliothek mit magischen Büchern. Der Hexenmeister könnte sich mit Werwölfen beschäftigt haben. Oder der Graf weiß etwas. Er scheint Wölfe zu mögen. Viel Erfolg damit. Soweit ich weiß, kann nur ein Silberbolzen im Kopf den Fluch brechen. Dazu wird es nicht kommen. Wir suchen Esther im Herz des Waldes, dann kümmere ich mich um Timmy. Sofern er sich nicht zuerst um uns kümmert. War Timmy deswegen immer krank? Durch den Fluch? Warum wird ein Mädchen wie du Kopfgeldjägerin? Was soll das sein? Ein Mädchen wie ich? Naja, die meisten Gnomenmädchen, die ich kenne, suchen sich nicht so einen gefährlichen Beruf aus. Ja? Werden lieber Ingenieure, Mechaniker oder Techniker. Aber was, wenn ich auf diesen Mädchenkram keine Lust habe? Kann ich gut verstehen. Deswegen bin ich Magier geworden. Kannst du da nicht einfach irgendwas zaubern und puff, das Böse ist verschwunden? Nein, ich bin kein Magier mehr. Oh, ich find's zumindest gut, dass du es versucht hast. Und du? Du wolltest also immer eine Kopfgeldjägerin sein und hast es einfach gemacht? Ich wollte meinem Clan helfen. Wollte nicht tatenlos zusehen, wie... Ich verdiene Gold. Das können wir gut gebrauchen. Aha. Und irgendwas ist da noch im Busch. Sobald du das Gold zusammen hast? Mal sehen. Zurück nach Hause. Vielleicht suche ich mir einen stattlichen Gnomenmann. Wirst du das Abenteuer nicht vermissen? Zum Beispiel Wilbur. Beinahe von Spinnen aufgefressen zu werden? Nein, Hallo, nicht sonderlich. Ich muss mal ganz kurz. Mein Handy meckert, es hat Hunger.
Wir sollten gemeinsam weitergehen und uns gegenseitig den Rücken frei halten. Hm, vielleicht nicht die schlechteste Idee. Allerdings bin ich schon stundenlang durch den Wald geirrt. Normalerweise habe ich einen guten Orientierungssinn. Aber dieser Wald... Kein Problem. Ich habe das hier. Was ist das? Die Fühler des Geräts schlagen umso stärker aus, je näher wir uns an einer Quelle übernatürlicher Energie befinden. Genial! Wir müssen nur immer die Wege nehmen, an denen das Gerät am stärksten ausschlägt. Richtig. Unsere Sinne können getäuscht werden, aber gute alte Gnomentechnologie nicht. Gehen wir! Übrigens, mein Name ist Lizzie Kieselbach. Ach süß! Meine Freunde nennen mich Tin Lizzie, weil, naja, ist ziemlich offensichtlich. Und wenn uns das Ding einfach im Kreis führt? Das glaube ich nicht. Schau! Das Herz des Waldes. Bist du sicher? Ja. Ziemlich. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Kopflose Reiter, Paladine, Hexen, Spinnen. Darin könnte eine Armee auf uns warten. Ladies first? Was immer in der Höhle unter dem Baum lebt, es hat alle Bäume in der Nähe getötet. Nur der Baum direkt über dem Höhleneingang lebt noch. Mehr oder weniger. Also schön. Ich gehe voran. Das ist Esther! Esther! So, so, so. Wen haben wir denn da? Also, hey, Alistair, was tut ihr hier? Ihr könnt nicht der... Ja, er kann es nicht sein. Das ist nicht möglich. Der Erzmagier ist tot. Wer seid ihr? Ja, ich bin tot. Das ist Klaus. Dank dir. Wärst du nicht so unfähig und dumm gewesen, würde ich noch leben. Spinne, Horrorclowns, Haie, Klaus. Klaustrophobie. Klaus. Tut mir leid, morgens hab ich reingelegt. Ihr seid ein... Nee, bist du auch nicht. Schluss damit. Du bist nicht der Erzmagier. Aber Wilbur, wie kannst du sowas nur sagen? Das ist ganz leicht. Ich weiß, dass du es nicht bist. Ich war dein Freund und du hast meinen Tod nicht verhindert. Wer bist du wirklich? Schweig. Schluss mit dem Blödsinn! Erzmagier Alistair und Remy waren meine Freunde. Ich verbiete dir, so zu tun, als wären sie hier. Verstehst du nicht, Wilbur? Wir haben uns auf dich verlassen und du hast unser Vertrauen missbraucht. Du hast uns enttäuscht und du wirst auch Gulliver, Timmy und die anderen enttäuschen. Du bist nur ein kleiner, dummer Junge, der immer alles nur noch schlimmer macht. Blödsinn! Hör nicht auf ihn, Wilbur! Ja, ich werde dich aussaugen. Ist das sowas wie ein Irrwicht? Stopp! Ich weiß, wer du bist. So. Ist er sowas wie ein Irrwicht? Er verwandelt sich immer in das, was die Leute am meisten fürchten. Wirklich, werde nur mit Lizzie ablenken, du bist der Geist des Hexenmeisters. Du bist Angst. Du bist immer das, wovor wir uns am meisten fürchten, oder? Ich bin Tod, Krankheit, Verlust, Versagen, Demütigung, das Monster unter dem Bett, der schwarze Mann im Schrank. Lizzie hat Angst vor Spinnen. In meinem Schrank sind nur meine Katzen. Vor Paladinen, die ihr mal den Kopf abgeschlagen haben. Und ich will nichts falsch machen und schuld sein, wenn meinen Freunden etwas Schlimmes passiert. Aber du kannst es nicht verhindern. Ihr beide werdet diese Höhle nicht leben verlassen. Und dann hole ich mir deine Freunde, einen nach dem anderen. Du nervst. Wir sind zu zweit, du bist allein, ich werde mir schon was... Du bist nicht real. Du bist nicht real. Pfeile und Bolzen fliegen einfach durch dich hindurch. Nichts kann mich verletzen. Ihr seid verloren. Verzweifelt. Du bist nicht real. Du hast nur Macht, weil wir sie dir verleihen. Nein, ich bin real. Ich werde deine Freunde töten. Ja, dann tu es. Friss sie auf, da liegt sie.
Ich werde dich mit meinen vielen Beinen abtasten und ich werde dich beißen! Nein, wirst du nicht. Die Spinne ist nicht real, Lizzie. Doch, Angst ist real. Lass dich nicht von der Angst lähmen, Lizzie. Sei mutig. Warum weichst du zurück? Du wolltest sie doch beißen. Ja, warum soll ich Angst vor dir haben, wenn du mir eigentlich gar nichts tun kannst? Aber wenn doch. Man kann nie wissen. Das Risiko gehe ich ein. Ihr könnt mich nicht vernichten! Ich bin immer da! Aber schön wir können dich kontrollieren. Weg ist er. Alles okay? Ja, geht schon wieder. Esther hat noch keinen Mucks von sich gegeben. Ich hoffe, sie ist in Ordnung. Und ich hoffe, sie kann laufen. Es wäre ein langer Weg zurück, wenn ich sie tragen müsste. Esther, wie geht es dir? Er wird mir den Kopf abschlagen und dann kann ich mich nicht mehr um Gulliver und Nate kümmern. Ding ist weg, ist, das kann ja nichts mehr tun, Gulliver und Nate. Geht es gut, sie warten am Lagerfeuer. Es gibt kein Palidä und es war nicht real. Keine Angst, Esther. Dieses Ding ist fort. Es kann dir nichts tun. Der Paladin. Wer soll sich dann... Es gibt keinen Paladin mehr. Und es gab auch nie einen. Es war eine Art Trugbild, um dir Angst zu machen. Doch, ich habe ihn gesehen. Er will meine Familie holen. Gulliver und Nate geht es gut. Die beiden warten am Lagerfeuer auf dich. Ja, noch geht es ihnen gut. Aber der Paladin will mir den Kopf abschlagen. Und wer kümmert sich dann um die beiden? Schau mich an, Esther. Hier ist niemand, der dir etwas Böses will. Der Geist ist verschwunden. Er ist weg? Er ist weg und er kommt nicht wieder, solange du ihn nicht lässt. Er hat gesagt, er will sich Nate holen. Sobald er mir wieder den Kopf abgeschlagen hat, will er sich meinen kleinen Jungen holen. Dazu wird es nicht kommen. Ich erkläre es dir, aber nicht hier. Lass uns zu Nate und Gulliver ans warme Feuer gehen. In Ordnung? Ja, ja. Oh, danke, Wilbur. Wir ignorieren komplett, dass Timmy als Wärmratte da draußen rumrennt. Ich kenne zwei, die... Und ja. Ich kenne jemanden, der uns einen Sack voll Gold schuldet. Kommt, gehen wir. Dann gab es nie einen Fluch? So ist es. Keinen Fluch, keine reale Bedrohung. Erst die Angst davor hat sie real werden lassen. Ich werde zukünftig versuchen, nicht immer gleich das Schlimmste zu vermuten. Ja, seien Sie neugierig. Fangen Sie damit an, dass Sie meine Zombie-Freunde in Ihrem Dorf willkommen heißen. Wir werden sehen. Das wäre ein schönes Zuhause für die drei, würde ich sagen. Mal mit ihnen reden. Das ist immer ein guter Anfang. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie demjenigen, der den kopflosen Reiter zur Strecke bringt, einen Sack voll Gold versprochen. Natürlich. Und du hast ihn dir verdient. Wir haben ihn uns verdient. Lizzie und ich machen halbe halbe. Genau wie es abgemacht war. Oh. Wir sehen uns. Jetzt hat sie alles mitgenommen, Wilbur. Oh, ja, bis später. Warum hat sich Ihnen die Angst in Form eines kopflosen Reiters gezeigt? Mein Großvater hat mir früher immer eine Geschichte von einem kopflosen Reiter erzählt. Naja, ich hatte große Angst davor, aber es war auch meine Lieblingsgeschichte. Und wenn es erst einmal genug Hysterie gibt, hält man alles für möglich. Sogar, dass Spukgestalten real sind. Sie wissen jetzt, wie Sie sich gegen den Fluch wehren können. Können Sie mir dann jetzt bitte den Weg zum alten Van Buren-Schloss zeigen? Natürlich. Dir und der bezaubernden jungen Dame. Das wurde aber auch mal Zeit. Ich mache eine genaue Karte.
Ich werde bestimmt noch ein paar Mal vom Schloss ins Dorf und zurückreisen müssen. Ja, garantiert. Meine Freunde sind hier und Timmy ist immer noch irgendwo im Wald. Ist mir recht. Brechen wir auf. Dann kann ich wieder schnell reisen.